Herzlich willkommen zu Mats Up Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Moin Moin und herzlich willkommen zu Mats Up Live, der Blockhaus-Talkrunde, und ich wünsche gleich vorweg schon mal fröhliche Ostern und lasst euch dieses Fest bitte nicht durch ein kümmerliches 2:9 vermiesen. Der HSV hat alles gegeben, also glaube ich jedenfalls, und wir auch. Ich begrüße die Gäste, mit denen wir gleich, trotz der Tatsache, dass Bernardo Romeo gesagt hat, es wird doch jetzt wohl keiner mehr Mats Up Live gucken. Natürlich, gerade jetzt wird Mats Up Live geguckt. Nach einem 2:9, das ist ganz besonders spannend. Und wir sprechen darüber mit einer Kultfigur des HSV, mit Andreas Fischer. 152 Bundesligaspiele für den HSV, leider nur 7 Tore. Das ist, glaube ich, naja gut, die haben heute auch nur 2 geschafft, ne? Das muss man da sagen. Ich wollte auch gerade sagen, plus die 7 Tore hätten wir einen Punkt geholt. Genau, Andreas, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schönes Osterfest auch dir. Und ja, du musst jetzt ganz tapfer sein. Sven Neuhaus ist da, der Torwart des HSV. Und das ist ganz besonders bitter, weil es ja ein aktueller Spieler ist. Und dann über ein 2:9 zu urteilen und zu sprechen, das fällt bestimmt schwer. Trotzdem schöne Oster. Ein schönes Osterfest für dich, Sven, und vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, Scholle wird eure Fragen, falls ihr die eine oder andere Frage habt, sicherlich aufgreifen. Schön, dass du auch da bist, Scholle, und dein Osterfest dir versauen lässt. Ja, ansonsten möchte ich schnell nochmal die Tipps sagen. Da kommen wir nicht drum rum. Sven Neuhaus hatte 2:3 getippt, also für den HSV einen 3:2 Sieg. Andreas Fischer hatte einen 2:1 Sieg getippt für den HSV. Scholle hatte einen 2:1 für den HSV getippt. Und ich hatte leider mich auch total vertippt. Ich hatte 1:0 für den FC Bayern getippt. Aber das hat nichts mit Ahnung zu tun. Ich habe es gerade geschrieben, und Altona, so wie Gobi, die hier ist, Altona hat mir das gesagt, am 7.3.1964 kam der HSV schon mal in München ganz fürchterlich unter die Räder, nämlich genau ein 2:9, aber dies damals gegen die Löwen, diesmal gegen den Rekordmeister, und ich glaube, da kann man mal 2:9 verlieren. Nee, das kann man natürlich nicht. Ich habe so einen Hals, und es ist eine Scheiße, wie man sich so abschlachten lassen kann. Darüber wollen wir jetzt reden. Andreas, hast du eine Erklärung dafür? Nein, eigentlich nicht, weil du hast ja meinen Tipp eben gerade vorgelesen. Ich habe eigentlich genau andersrum gedacht, dass die Bayern mit den Gedanken bei Juventus Turin sind am Dienstag, dass die ein bisschen ruhiger spielen und dass wir dadurch eben eine Chance haben. Aber dass es im Prinzip genau andersrum läuft, so während des Spiels habe ich gefragt, wer spielt denn jetzt nächsten Dienstag, wer schont sich denn hier? Also, naja, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nee, Sven, es ist natürlich schwer, jetzt über ein 2:9 der Kollegen zu urteilen bzw. zu sprechen. Eine ganz andere Frage dazu: Möchtest du etwas über René Adler sagen? Also tut er dir leid? Also mir tut er unendlich leid, weil das war ja keine Abwehr, die da vor ihm gespielt hat. Das war ja auch kein Hühnerhaufen, da war ja gar nichts. Also jeder Schuss ein Treffer. Wie denkst du, wie fühlst du mit ihm jetzt? Gut, es ist schon so, dass der René mir natürlich leid tut, klar, ne? Wobei mir die ganzen Jungs leid tun. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, wir haben ordentlich gearbeitet die ganzen Wochen über und haben uns schon was ausgerechnet und haben gehofft, einfach was mitnehmen zu können in München. Es war so bitterböse unter die Räder geraten und so einen schwarzen Samstagnachmittag hier erleben. Da hat keiner vorher mit gerechnet, wie wir auch an den Tipps gesehen haben. Und ja, es ist so. Gut, und ja, jetzt muss man das alles erstmal verarbeiten. Scholle, was sagst du dazu, zu so einem Debakel? 2:9, das kann man sich im Traum nicht mal vorstellen. Jein, also kann man natürlich nicht, weil sowas in der Bundesliga auch traditionell selten vorkommt. Jetzt ist es vorgekommen, und ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, war es ja auch tatsächlich so ein bisschen wie, wenn sie wollen, dann machen sie ein Tor. Also
Fand ich gegen Düsseldorf übrigens auch schon, wo sie nur 2-3 oder 3-2 nur gewonnen haben. Da haben sie auch mal kurz 2-1 zurückgelegen, weil sie ein bisschen geschlafen Bayern, haben. Ne? Bayern, genau. Ja. Und haben sie mal zack, zack, haben zwei Dinger gemacht. Und so haben sie es halt heute 9-mal gemacht. Und der HSV hat es ihnen bedenklich leicht gemacht. Du sprachst die Abwehr an. Ich fand eigentlich, das erste Tor ging ja schon im Mittelfeld los. Also die Szene, Toni Kroos kriegt den Ball, läuft, dreht sich irgendwann um, denkst aber, und kommt da gar keiner? Irgendwann mal kommen. Ja, aber es kam keiner. Ne? Und da wundert er sich. Und dann kann er Shaqiri anspielen, der ist genauso frei und haut das Ding einfach mal rechts unten in die Ecke. Ja, so geht's los und das nach 4 Minuten. So, und dann bis nach 18 Minuten, glaube ich, stand schon 3-0, wenn mich nicht ganz irre, ne? Oder war es das 4-0? Ich bin heute ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, wir alle irgendwann. Das waren zu viele Tore. Aber wie gesagt, das war halt heute historisch schlecht. Irgendwann im Laufe des Tages habe ich im Fernsehen, bei Sky oder auch im Radio gehört, dass heute Abend um 18.30 Uhr das öffentliche Abschlusstraining der Bayern für das Juventus-Spiel übertragen wird. Und da habe ich gedacht noch, eieiei, hoffentlich legen die sich nicht so weit aus dem Fenster. Aber für die, die bei diesem Training dabei waren, muss es doch ein super Erlebnis. Das vergessen die so schnell nicht wieder. Ne? Glaubst du? Ja, also so leicht wird es den Bayern beim Training nicht fallen. Wie heute im Spiel und für die Zuschauer, ich meine, die heute da waren, ist natürlich, es waren ja überwiegend Münchner, war es ja sehr erfreulich. Dabei hat der HSV noch das Glück, dass der Hamburger Wetter, aber vielleicht waren sie zu doll entwöhnt schon vom Regen, ne? Dass das gar nicht mehr nütze dabei. Aber Andreas, du warst eine Kante, du hast früher abgeräumt und aufgeräumt. Hast du heute jemanden gesehen? Außer einmal, glaube ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, als Bruma einen Münchner mal ganz unsamt anfasste und auch einmal Thomas Rincon. Aber ansonsten war das doch Fußball ohne körperlichen Kontakt. Ja, es ist, ich kann nur als Beispiel jetzt das Spiel gegen Dortmund. Da waren wir enger Mann, da waren wir unbequem. Dortmund hat nicht diese Klasse, die Saison wie Bayern München, zumindest nicht in der Bundesliga. Nur es war heute, wir waren viel zu weit weg. Also und da nachher jetzt beim Stande von 0-4 oder 0-5 einen umzugrätschen und eine rote Karte zu kriegen. Ich meine, das hätte ja auch überhaupt nichts genützt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Da hätte man der Mannschaft ja noch mehr geschadet. Von daher war es gut, dass da keiner so ausgeflippt ist. Nur als Mannschaft selber haben wir uns natürlich katastrophal heute präsentiert. Weil du kannst einen Robben da nicht solche Laufwege anbieten. Ich meine, die haben spielerisch haben die Bayern, waren die drei Klassen besser. Und das kann einfach, nicht sein. Also ich glaube nicht, dass du mit drei auskommst. Aber Sven, es ist natürlich auch ein bisschen demoralisierend, wenn die B-Mannschaft da von Bayern aufläuft und du weißt, dass Ribéry, Müller und Van Beuten und Mandzukic und solche Leute alle noch draußen sitzen. Ne? Und die konnten ja hinterher auch noch teilweise eingewechselt werden. Ist das schon ein Ungleichgewicht in dieser Bundesliga oder hat das nur den HSV so schlimm getroffen? Ja gut, ich glaube, 9 hat jetzt noch keiner bekommen die Saison in München. Aber wir müssen schon ehrlich sein. Auch die B- oder die C-Mannschaft von Bayern München ist eine wahnsinnig gute Bundesliga-Mannschaft und wird wahrscheinlich immer noch um Titel mitspielen. Und auch wenn man sieht, wenn Robben rausgeht und Shaqiri rausgeht, dann kommen Müller und Ribéry hinterher. Wir haben diskutiert kurz, was davon die bessere Frühlügelzange einfach ist. Die sind einfach alle vier überragend. Und wenn du dieses Potenzial hast, was die Bayern dieses Jahr haben, und es dann auch noch so hinkriegst, es abzurufen, dann kannst du in Bayern schon mal unter die Räder geraten. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass lieber der Werder Bremen mit 9 unter die Räder gerät und wir unglücklich 3-2 verlieren. Aber es ist nun mal so und da muss man jetzt auch nicht stundenlang drüber diskutieren. Ich glaube, das Beste ist einfach den Mund abzuputzen und sich auf die Sachen zu konzentrieren, die kommen werden. Das ist für uns entscheidend. Glaubst du, Sven, dass die Mannschaft das so schnell verkraftet, um am nächsten Sonntag gegen Freiburg wieder so da zu sein, dass es da auch ein ausgeglichenes Spielchen geben könnte? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass wenn wir zu Hause spielen gegen Freiburg, dass da keiner die Hosen voll hat und auch keiner mehr an letzte Woche denkt, sondern wir laufen auf vor unserem eigenen Publikum und wissen, um was es geht, was wir jetzt auch ganz klar rausgegeben haben. Und da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir alles andere abschütteln und nach ein paar Minuten sich zeigen wird, wer da sein Mann stehen wird. Was mag jetzt in der Kabine los sein? Also du kennst die Männer da, die da jetzt sitzen mit hängenden Ohren. Wird das laut sein? Wird das leise sein? Oder... Ja.
Ich glaube, dass es totale Stille sein wird, jeder in sich gehen wird und auch keiner sich das Recht rausnimmt, jetzt im Moment den Lauten machen zu müssen, was auch richtig ist nach so einem Sieg. Ich glaube, nach so einer Niederlage, das muss man erstmal sacken lassen und es war jetzt nicht knapp und emotional, sondern ja, hat sich viele Minuten lang schon angedeutet, dass du nicht als Gewinner in die Kabine gehst und ich glaube, dass da jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Es hat vielleicht sogar, um da mal ganz kurz, wir reden jetzt über die ganzen schlechten Sachen, es gibt auch nichts Gutes eigentlich, aber das einzige Positive an der ganzen Geschichte ist, dass heute dann tatsächlich mal das, was sich über die Saison, wir haben auch drüber gesprochen, durch diese Nähe aller Mannschaften qualitativ ein bisschen verklärt hat, weil halt viele Mannschaften einfach nicht so gut waren, wie man es normalerweise von den Mannschaften erwartet, die oben mitspielen, um die internationalen Plätze. Das, was sich da so ein bisschen verklärt hat, ist halt heute einmal unfassbar brutal und bis ins letzte Detail aufgezeigt worden. Also es wurde halt gezeigt, dass es also weder vorne noch rechts noch links noch in der Mitte, nicht einen Bereich gibt, in dem wir so gut sind, dass wir sagen können, okay, damit kann man zufrieden sein. Also ob es jetzt ein Van der Vaart war, der ja dann am Ende fast schon ein bisschen düpiert wurde, oder ich habe da auch zwei Szenen in Erinnerung, die waren schon fast, die sind deprimierend, wie einmal Aogo da getunnelt wird von Schweinsteiger und Schweinsteiger jubelt und Aogo hatte sich so ganz intensiv versucht einzubringen und wird dann getunnelt, das ist natürlich für ein Tor, kennst du ja, für einen Fussi, da wird dann im Training gelacht drüber, im Spiel ist es dann ich so, weiß Sache, nicht, tut ich weiß nicht, weh. Ich habe das nie so gesehen. Ja, okay. Ja. So, und das Gleiche kommt nachher nochmal mit Müller, wie er an Dickmeier vorbeirennt und ihn so ein bisschen blockt und dann irgendwie noch zutextet dabei. Also, das war ja am Ende nicht nur ein 9-2, das war ja auch noch ein, ne, da gibt es noch einen mit. Also, ja, das heißt, es kam ja auch jedem Hohn und Spott von der Tribüne. Ne? Das, also, das kriegst da wurde du bei jede Aktion der Hamburger wurde belächelt oder sie wurden ausgelacht. Ne? Ja. Also, hast du sowas mal erlebt, Andreas? Gott sei Dank nicht. Aber obwohl, du hast nicht nur gute Zeiten mit dem HSV erlebt, ne? Nein, ich habe nicht nur gute Zeiten, aber ich kann mich an keine Niederlage mehr erinnern. Nein. Schon gar nicht eine fast zweistellige, ne? Also so weit ist es nie gekommen, ne? Nein. Aber hast du eine Erklärung dafür, dass diese Mannschaft im Kollektiv total unterging? Du kannst ja keinen hervorheben, außer ich nehme René Adler mal total aus. Aber ansonsten sind sie alle gnadenlos vorgespielt worden und haben ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Kann man das erklären? Nein, ich meine, du darfst Bayern München einfach nicht in den Lauf kommen lassen. Und die haben uns heute leider nicht den Gefallen getan und haben bei der Halbzeit aufgehört, sondern die waren, aus welchen Gründen auch immer, waren die heute richtig torgeil. Und die hätten am liebsten das Ergebnis auf zweistellig gestellt. Weil alle und, mal Gott sei Dank, heute, Gott, ne? Gott sei Dank, sag ich mal, hat René da noch ein paar rausgeholt. Ja. Sonst wäre es zweistellig geworden. Aber du sagst das so leicht. Man darf die Bayern nicht ins Laufen kommen ja, lassen. Wie kann man das verhindern? Ja, wie kann man es verhindern? Ich meine, wie hat Düsseldorf da gespielt und beinahe einen Punkt geholt? So eine Truppe, ne? Ich meine, da würde ich sagen, wir sind doch eigentlich besser als Düsseldorf. Wir haben, glaube ich, diesen Fehler gemacht. Wir wollten in München mitspielen und wir haben nominell, waren da zwei Sechser aufgestellt und du hast eine Viererkette, du musst es hinten dicht machen. Das haben wir zu keiner Phase des Spiels überhaupt irgendwie in irgendeiner Weise geschafft. Sven, die ganze Woche über hieß es, Bayern wird vielleicht schon an Juventus Turin denken. Das kann die Chance des HSV sein. Hat der HSV vielleicht zu sehr daran gedacht, dass Bayern an Juventus denken könnte und sich damit einlullen lassen? Nee, glaube ich nicht. Nicht? Nein. Also das war auch kein Gesprächsthema in der Kabine oder unter euch? Nein. Nee. Also das ist mit Sicherheit nicht der Grund gewesen, muss man ganz klar sagen. Ich glaube auch, dass keiner damit gerechnet hat, dass wir so böse unter die Räder geraten, aber dass irgendjemand gedacht hat, die machen weniger aus dem Grund oder aus dem Grund, das war nie ein Thema in der Kabine. Auch, dass man, wenn man vorher sieht, wer da aufläuft, also dass diese, habe ich ja schon geschildert, wer da alles gefehlt hat, dass diese Leute nicht dabei sind, macht einen das vielleicht noch übermütiger oder sagen, oh, also wenn wir da nichts holen. Na gut, wenn du gegen Bayern München spielst in Bayern und jeder weiß, wie die Ergebnisse zu Hause schon gewesen sind die Saison und nicht nur gegen schlechte Gegner oder mal, ich sag mal, ein 3-2 gegen Fortuna Düsseldorf, sondern ich kann mich auch an Bremen erinnern oder an zwei, drei andere Mannschaften, die da ja auch unter die Räder geraten sind, dann ist es nicht so egal, wer in Bayern aufläuft, dass du ihn denkst und so, juhu, der spielt, den hauen wir mal eben weg. Also das hat nichts mit Übermut zu tun und ja, es ist so gelaufen, aber warum, wieso, weshalb, ist schwer im Nachhinein den Besserwisser zu machen.
Es gibt hier im Blog natürlich eine ganz klare Meinung und man versucht mal so rauszulesen, was die meisten Leute sagen. Also abgesehen davon, dass sie das alle katastrophal fanden, natürlich wird hier sehr massiv, also so massiv, wie ich es bisher lange nicht mehr gehabt habe, der Rücktritt oder die Entlassung von dem Trainer gefordert, was natürlich beim 2-9 immer leicht gesagt ist. Aber nun, was hältst du denn vom Trainer? Also, wo siehst du die Entwicklung in der Mannschaft? Ist natürlich nach so einem Spiel schwer zu sagen, aber generell jetzt, mal losgelöst von diesen 2-2. Ich muss sagen, das grundsätzlich ist nicht mein Thema, aber ich kann nur eine Lanze für ihn brechen. Es ist so, dass ich mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner bin, aber einer der größten Fans von Thorsten Fink bin. Ich glaube, er macht einen sehr guten Job und auch wenn man jetzt mal 9-2 verloren hat, kann man sowas ja nur beurteilen, wenn man ganz nah dran ist. Und jetzt habe ich in meinen 17 Jahren schon sehr viel mitbekommen, weiß auch, dass für ihn keine leichte Zeit ist und weiß natürlich auch, dass nach so einem Ergebnis immer viel Gegenwind einem ins Gesicht bläst. Aber ich kann nur hier nochmal sagen, als Mannschaftsinterner, ich glaube, das ist alles in Ordnung und er macht einen sehr guten Job. Ist es denn richtig, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, okay, das war heute alles mal kollektiv gar nichts, aber ich muss jetzt eher aufpassen, dass ich die Mannschaft wieder aufbaue? Oder ist es jetzt der Moment, wo man sagen soll, okay, als Trainer auch mal, jetzt bin ich mal der böse Fink? Also den bösen Fink habe ich ja so noch gar nicht erlebt. Das weiß ich nicht. Hast du ihn schon erlebt, den bösen Fink? Ja, natürlich. Es gab auch Situationen in dem Jahr oder auch in den 2 Jahren, ich sag mal, ob mit dem Kollegen Rajkovic oder was auch sonst noch alles gewesen ist. Aber jetzt zu euch mal so nach dem Spiel, dass er euch dann mal so richtig... Ja, er war nicht immer glücklich und zufrieden. Natürlich, jetzt haben wir ja nicht jedes Spiel gewonnen. Ja. Wie seine Strategie für die nächste Woche aussieht, ob er eher sagt, ich streichel oder ich bin der Meinung, dem einen oder anderen, dem muss man mal in den Hintern treten, das weiß ich nicht, das wird er sich überlegen und ich hoffe, dass er genau einen richtigen Ton trifft und traue es ihm auch zu, dass wir nächste Woche alle wieder jubelnd da sitzen und sagen, wir haben alles richtig gemacht die Woche. Ja. Andreas, was denkst du über die Trainerfrage? Also das haben wir hier ja auch gehört, also wir müssen über den Trainer reden. Wie denkst du darüber? Also ich bin vollkommen Außenstehender. So eine Leistung hat mit dem Trainer überhaupt nichts zu tun. Da muss ich als allererstes die 11, die da auf dem Platz gestanden sind heute und die Einwechslungen waren so spät. Ich meine, beim 0-7 reinkommen, alle Achtung, würde mich auch mal freuen. Die Einwechselspieler haben damit nichts zu tun. Die 11, die da heute auf dem Platz standen, die müssen sich an die eigene Nase fassen, weil Thorsten Fink... Die haben auch den Trainer im Stich gelassen. Ja, die haben den Trainer im Stich gelassen heute. Also ja. Wirklich, das war eine katastrophale Leistung. Und wir, trotz allem, sag ich mal, wenn ich auf die Tabelle gucke, wir haben ja doch alle Möglichkeiten noch. Und in diesem einen Punkt muss ich Thorsten Fink dann auch direkt wieder recht geben. Ich meine, nach so einer Niederlage, das ist ja so bitter, das ist ja so böse, da muss er die Mannschaft auch in der Woche wieder aufbauen. Weil gerade jetzt mit Freiburg, dann nächste in Mainz, da kommen die Gegner, die mit uns um die internationalen Plätze spielen. Und wenn wir dieses Jahr noch irgendwas erreichen wollen, dann nur mit Thorsten Fink und dann auch nur, ich meine, neue Leute können wir ja eh nicht mehr holen. Und da müssen, also so eine Leistung darf nicht wieder auf den Platz kommen. Also ich muss auch mal dazu sagen, meine Meinung, man kann jetzt nach einem 2-9 schön den Trainer fordern, den Kopf des Trainers fordern und mit Rauschmiss fordern und alles Mögliche, was da noch dranhängt. Aber hat das jemand gefordert, als der HSV 6. und 7. war? Und das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt kriegt man einmal, naja, das 0-1 gegen Augsburg war schon schlimm genug, das muss ich sagen. Ein 2-9 gegen Bayern München ist dramatisch und ist ein Debakel und eine Pleite. Aber man kann doch nicht von 2 oder 3 Spielen davon ausgehen, dass man den Trainer dann in Frage stellt. Der Trainer hat den HSV 1 auf Platz 18 übernommen und hat ihn bis in die Ränge, die zu Europa berechtigen, geführt. Jetzt sind sie wieder rausgeflogen, dann wieder auf den Trainer einzudreschen. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Zumal alle müssten wissen, dass diese HSV-Führung ganz geschlossen hinter Thorsten Fink steht und um Kontinuität bemüht ist und deswegen keine Trainerdiskussion aufkommen lässt. Andreas, du hast beim HSV auch unter anderem bei Felix Magath trainiert. Was würde der nach so einem Debakel machen oder gemacht haben? Oh, ich erinnere mich jetzt wieder und ich hab direkt wieder Muskelkater. Ich glaube, wir würden morgen 5 Stunden
laufen. Felix hat sogar mal hingekriegt, einen Tag nach dem Spiel dann Sprints anzusetzen. Ja. Ich meine, freut sich jeder Arzt, ne? Und nachts auch mal? Hast du schon mal unter... Oh, ich habe viel erlebt. Ja, genau. Aber Sven, das wird es bei Thorsten Fink nicht geben. Also er hatte nach einem Spiel gegen dem 1:5 von Hannover 96 gesagt, so eine härtere Ansprache, freier Tag gestrichen. Aber an dem ersten freien Tag, der dann gestrichen war, da wurde dann auch zweimal trainiert, aber nachmittags wurde Fußballtennis gespielt, glaube ich. Ich weiß es nicht. So ganz hart kann er gar nicht sein, ne? Das möchte ich so nicht sagen. Nur weil einer laut rumschreit und irgendwelches Zeug macht, was nach außen dann ganz böse aussieht, das sind auch nicht immer die richtigen Mittel. Und ich glaube, dass er schon den richtigen Ton trifft und einem auch unter vier Augen ganz klar sagen kann, wo es lang geht. Und da muss man nicht böse sein, um hart zu sein. Also ich glaube, dass es da verschiedene Arten gibt und dass der moderne Fußball heute auch vielleicht ein bisschen anders ist als damals mit Felix Magath, wo alle Juhu, Juhu geschrien haben, wenn einer ja, nach dem Training sich übergeben hat. Das sind andere Trainingsmethoden und trotzdem ist es aber so, dass er auch eine gewisse Härte jederzeit rüberbringen kann. Ja. Also das muss man, Entschuldigung, vergiss einfach nicht, das muss man da auch mal sagen, Trainingsmethoden, das ist das Stichwort. Also alle die, die jetzt Thorsten Fink fordern, aufzugeben oder rauszuschmeißen, das muss man nochmal sagen, er hat doch viel mit dieser Mannschaft gearbeitet. Wir haben am Anfang doch Artjom Sutnevs total in Frage gestellt. Ich weiß, dass Kollegen gelacht haben beim Training, wenn ihm der Ball beim Stoppen 8 Meter vom Fuß geht. Und es wurde gearbeitet und dieser Sutnevs hat uns so viel Freude und Spaß gemacht schon. Das kann man doch nicht außer Acht lassen, wenn es jetzt mal nicht läuft. Zugegebenermaßen mit dem 1:5 in Hannover läuft es schon nicht so gut beim HSV, also das muss man ganz klar sagen. Vielleicht war das auch ein bisschen zu hoch, die Nummer von Europa zu reden, aber immerhin, der HSV konnte mal von Europa reden. Wir sind in die Saison gestartet, da waren wir Abstiegskandidat, einer von vielen vielleicht. So, Scholle, jetzt warst du dran. Aber es ist, glaube ich, genau die Mitte daraus ist es wahrscheinlich. Also es wurde von Europa geredet, das haben ja ganz bewusst Leute gemacht wie Raphael van der Vaart, René Adler, das waren so die beiden, die es so als Erste richtig klar formuliert haben, gesagt haben, wir sind jetzt da, wir haben die Chance und dann wollen wir es auch, Punkt. So, jetzt Thorsten Fink zu sagen, okay Thorsten, geh hin und jetzt mach sie alle lang, lass sie laufen, lass sie machen oder irgendwas, mach Sachen, die du sonst nie gemacht hast, würde nicht ankommen, weil das wäre nicht mehr authentisch, das wäre nicht mehr sein Stil, das wäre nicht sein, ne? Er muss ja auch seiner Linie treu bleiben, irgendwie, wenn er davon überzeugt ist und das sollte er sein. Ich erwarte aber jetzt und vielleicht kannst du uns ja sagen, ob das auch so sein wird oder so war in letzter Zeit, jetzt erwarte ich gerade von diesen Leuten, von diesen Raphael van der Vaart, von dem Heiko Westermann vielleicht auch noch oder von einem René Adler, dass die jetzt halt auch intern einfach mal den Druck ausüben auf die Leute nebenbei und sagen, pass mal auf, das, was du hier machst, ist Murks. Oder gut, heute kann sich keiner rausnehmen da, außer vielleicht Adler. Aber ansonsten, dass es da mal ein bisschen härter zur Sache geht. Dass da diese Fouls, die davon ansprach beim 0-4-0-5, dass die jetzt vielleicht im Training einfach mal einen Tick härter werden. Dass es da auch mal untereinander ein bisschen, damit die auch mal zeigen, pass mal auf, es geht auch anders. Und das habe ich im Training selten gesehen, muss ich sagen. Also, dass das dann so die Reaktion der Mannschaft war. Es war zwar intensives Training, aber dass ich da mal so richtig gerieben wurde und ne, außer... Ja, gut, aber auch da muss man sagen, da kann man auch verschiedener Meinung sein. Dadurch, ich meine damit nicht prügeln. Ja, aber dadurch, dass wir in der Woche, es ist schon so, dass jeder seine Trainingsspiele gewinnen will. Es ist auch so, dass die Ansprache, dass wenn man René Adler sieht, auch einen Heiko sieht, ist ja nicht so, dass sie nicht ehrgeizig sind und nicht gewinnen wollen. Und auch den einen oder anderen Jungen natürlich auch da mitziehen oder auch mal zum Nachdenken veranlassen. Entscheidend ist aber nicht die Woche jetzt groß auf die Sahne zu hauen und, sondern entscheidend ist am Wochenende. Dass wir jetzt heute, ich meine, wir haben dieses Ziel rausgegeben gestern und wir wussten schon, dass wir gegen Bayern München gespielt haben. Und da den Mumm zu haben, auch von den älteren Spielern oder von den Führungsspielern, den Mumm zu haben, ist mir egal, ob ich morgen so. Und die Chance, dass du in München verlierst, ist natürlich immer größer, als wenn du nächsten Tag weißt, du spielst gegen jemanden, wo du dann natürlich direkt dich selber brüsten kannst und auf die Sahne hauen kannst. Da haben wir doch gestern gesagt, juhu, das war allen bewusst. Und ich glaube auch, dass das eine Stärke dieser Mannschaft ist, auch von den Spielern. Das ist René Adler, sagt nicht, wir lassen die Saison zu Ende ausklingen, sondern René Adler sagt ganz klar, mein Ziel ist es. Er hat kein Versprechen abgegeben und auch ein Raphael van der Vaart, der andere Vorstellungen
Ahnung hat von Fußball, also von anderen Regionen im Fußball, hat auch nicht gesagt, ich verspreche ganz Hamburg und allen Fußballfans, wir werden in den UEFA Cup kommen. Und die Jungs haben gesagt, das ist unser Ziel und ich finde es einfach gut, dass es eine Situation ist, die schwer für uns ist, gerade mit dem Spiel vor Bayern München, auch dass die Situation tabellenmäßig ja nicht so ist, dass ganz klar ist, juhu, wir kommen da auf jeden Fall rein, sondern die Jungs haben ganz klar gesagt, wir trauen uns das zu, wir wollen das untermauern und wir setzen damit, die älteren Spieler, die es gesagt haben, oder die erfahrenen Spieler, setzen damit die Jungen schon unter Druck, die auch hätten sagen können, aber wir lassen die Saison mal zu Ende dümpeln, absteigen tun wir nicht mehr, dann sagen wir, jawohl, dieses Jahr hatten wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich glaube, dass ein guter Charakter ist in der Mannschaft, ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen und dass wir heute leider so brutal unter die Räder geraten sind, damit war nicht zu rechnen, aber wenn wir nächste Woche nachher eine Ehrenrunde drehen und haben 1-0 gegen Freiburg gewonnen, dann wird alles wieder andersrum aussehen und plötzlich haben wir wieder alles richtig gemacht und ich hoffe, dass in 2 Wochen ein anderer hier sitzt und ihr mit dem ganz anders redet und er sagt, ey, wir haben alles richtig die letzten 2 Wochen. Gibt es denn diesen Selbstreinigungsprozess? Gibt es den? Also ist es intern, gibt es da dann nach so einem Spiel, gibt es da, oder vielleicht hat das Spiel gar keinen Gesprächsbedarf mehr verdient, weil es so selbstredend ist. Also da muss man gar nicht mehr viel sagen, aber also ich glaube, es muss doch irgendwie Spiel, dann, ja. Es muss doch was passieren. Also es kann ja nicht nichts passieren, das wird auch nicht sein. Es wird immer automatisch irgendwas kommen. Was kommt diese Woche? Was glaubst du? Was ist jetzt... Was ist nötig? Was ist wichtig? Ja, erstmal ist es so, dass die Jungs in München bleiben. Und heute Abend wird der ein oder andere, wenn der erste Frust vorbei ist, nach dem Abendessen vielleicht nur im Zimmer mit Sicherheit nicht schlafen können. Dann wird man sich nochmal da beim Physiotherapeuten im Zimmer da. Dann wird man in kleinen Gruppen reden. Dann wird immer der ein oder andere dazukommen. Und dann wird man zusehen, je nachdem, wie der Trainer reagiert und wie er es auch haben will. Oder das Trainerteam. Ich nehme alle dazu, die dazugehören. So, dann wird man es morgen abarbeiten. Ich weiß nicht, wie dann die restlichen Ostertage aussehen, ob jeder erstmal das verarbeiten soll für sich selbst, weil man nicht glauben sollte, dass ein Fußballer nach so einem Spiel einfach ins Bett geht und zur Tagesordnung übergeht. Das ist nicht. Nicht nur nach so einem, auch nach einer normalen Niederlage nicht. Und die Jungs sind einfach weit genug und ich will da keinen rausnehmen, sondern alle sind so, dass sie selber sich an die eigene Nase fassen. So, und dann ist es aber auch irgendwann so, dass man über die Fehler reden muss. Wo man trotzdem nicht vergessen sollte, dass wir gegen Bayern München gespielt haben. Nicht jede Mannschaft hat einen Robben, nicht jede Mannschaft hat einen Ribéry und Co. So, und dann werden wir nächste Woche uns ganz klar auf die nächsten Stärken von Freiburg einstellen. Und dann hoffe ich, dass wir doch 2 Standardstore machen. Wie wird über die Fehler gesprochen? Ihr werdet ein Video sehen. Mit Sicherheit auch. Und, und wird da auch schon mal ein schärferer Ton angeschlagen? Also, dass der Trainer schonungslos diese Fehler, die da begangen worden sind, offenbart oder auch Leute direkt anspricht und wird das mal lauter? Also es ist so, dass wir einen Trainer haben, der alle größeren kritischen Sachen erstmal unter 4 Augen bespricht, was aber nicht heißt, dass es nicht schon in der ganzen Mannschaft anspricht. Nur ich glaube, dass der 100% kritische Ton unter 4 Augen stattfindet. Das ist sein Stil und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das muss jeder selbst ausmachen und das ist sein Stil. Und den gehe ich davon aus, wieder kompromisslos die ganze Woche wieder weiterhin durchziehen. Und hoffen wir, dass es zum Erfolg führt. Genau. Andreas, das hat Sven eben auch angesprochen, Raphael van der Vaart. Bist du enttäuscht, dass ein solcher Star, Weltstar kann man ja fast sagen, jetzt auch immer so schon wochenlang, monatelang mit untergeht? Also ich habe, bevor du antwortest, ich habe gesagt, also wenn man ihn beobachtet, er schüttelt während des Spiels den Kopf und lässt den Kopf auch hängen und so. Also weil er wahrscheinlich so viel Fehler gar nicht erwartet von einer solchen Bundesligamannschaft. Ja, aber er gehört auch mit zum Team. Und sie haben heute als Mannschaft versagt. Und er ist Teil dieser Mannschaft. Und da braucht er auch nicht im Spiel mit dem Kopf schütteln. Ich habe auch nicht viele gute Sachen von ihm heute hier gesehen in München. Und es ist ja allgemein so, dass wir als Mannschaft haben sie in Dortmund gewonnen. Da sahen sie als Mannschaft gut aus. Und heute haben sie komplett als Mannschaft verloren. Alle Leute. Fehlt dir im HSV-Team einer oder zwei, außer Adler, aber der hat ja auch eigentlich schon die Flügel hängen lassen nach 2-3-0, der mal da verbal dazwischen schlägt und die nochmal an die Kandare nimmt? Naja gut, das ist Charaktersache. Es kann ja nicht jeder jetzt, wer hätte es denn heute machen sollen? Jetzt ja, wer macht das seit Monaten nicht? Also, es ist ja, heute lief es ja für alle so schlecht, hätte ein Heiko Westermann, der hätte aufstehen sollen und dann sagen sollen, Jungs, kommt nochmal zusammen oder... Das ist nicht seine Sache, glaube ich. Ja, also. es ist Charaktersache und außerdem war heute eben von dieser Mannschaftsleistung, waren alle so weit entfernt,
Es traut sich dann keiner. Ich meine, eigentlich war es früher bei uns, da waren 3-4 Mann, die dann im Spiel... Sag mal die Namen, wer war das? Hogmar? Ja, das waren Hogmar, das waren Hollerbach, das waren Fischer. Ja, und dann wurde im Spiel dann gesagt, so und so geht's jetzt los. Ja. Dass ihr euch einig wart? Da ist man sich einig geworden, im Spiel hat die anderen mitgezogen und dann... Natürlich kannst du so ein Ding heute nicht mehr wenden, aber dermaßen ausgehen darf es einfach nicht. Kann der HSV, in meinen Augen ist es so, kann der HSV nicht defensiv spielen? Muss er immer mitspielen und so ins offene Messer laufen? Sie sahen bei anderen Gelegenheiten eben besser aus. Ich meine, gegen Bayern musst du doppeln. Über die Außen, da musst du einfach doppeln, haben sie nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer, jetzt ist Jiraschek. Also sie haben aber auch in der Mitte nicht angegriffen. Nein, also die haben sie alle schießen lassen. Sie waren völlig offen, es hat keiner den anderen unterstützt. Hm. Und das ist natürlich ein tödlicher Fehler gegen Bayern. Also gegen Robben im Lauf kannst du alleine gar nichts ausrichten. Das stimmt, da muss ein Zweiter hinterstehen. Ja, das ist doch jedes Wochenende, siehst du doch im Fernsehen, reichen doch die Ausschnitte, da siehst du doch, wie der den stoppen muss. Das kann nur mit einem zweiten Mann. Ja. Und wenn sie das meine ich ja damit, da müssen doch 2-3 Hauptleute in der Mannschaft müssen doch da hingehen, dann das ist deine Aufgabe. Sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen und mit dem Kopf spielen. Da hätte ich auch gerne was zu gesagt. Das ist ja eine Grundsatzdiskussion. Man muss ja mal sagen, welche Mannschaft, die nicht oben ist, bei Dortmund sagt man, Kehl ist ein Kopf. Führungsspieler. Bei Bayern hat man, als die Champions League gewonnen, dann gesagt, der oder Matthäus war früher einer als Kapitän. So, welche Mannschaft hat denn so jemand heute noch? Wo sind die denn? Wo sind die Typen denn? Sind die gewollt überhaupt? Will man die querulanten oder ich sag mal die Jungs, die auch mal einen unbequemen Weg gehen? Wo, dass ich bei Bayern Schweini sagen kann, juhu, der marschiert vorne weg, der macht das Spiel, der sagt da und da. Das aber ist auch so ein bisschen. Ein Ballack. Gut, damals, aber auch zu einer erfolgreichen Zeit. Aber wo ist denn ab Platz? Ich sehe in Freiburg den nicht. Das ist ja diese oft zitierte flache Hierarchie. Wo ist denn das heute noch? Ja. Also da muss man ja auch mal ehrlich sein. Ich bin jetzt auch einer vom älteren Semester und sagt, ich fand so Typen auch immer geil. Ja. Aber werden die Leute heute gewollt? Werden die medienmäßig gewollt? Werden die von dem Verein gewollt? Werden die von dem Trainer gewollt? Klar, hast du Riesenerfolg mit dem Effenberg? Sagen alle, Effe, juhu, juhu, juhu. Aber hast du keinen Erfolg mit jemandem wie in Effenberg, sagen sie alle, der ist schuld, das ist der Querulant. Mhm. Und wenn du unten stehst oder tiefer als Platz 5 bist und bist so jemand, der den Mund aufmacht, dann wirst du eliminiert, dann ist das Thema ganz schnell erledigt. Aber also da wollen wir uns mal nichts vormachen. Wenn Heiko Westermann nicht so wäre, wie er wäre, sondern wäre die letzten 2 Jahre permanent Amok gelaufen, dann wäre er weder Kapitän noch wäre beim HSV. Noch in der Nationalmannschaft. Also da muss man auch ehrlich sein. Aber genau das, was du gesagt hast, genau das ist es ja. Wenn du derjenige bist, der sich vorher hinstellt und immer den Mund aufmacht, dann musst du natürlich am Ende auch die Verantwortung übernehmen. Das hat ein Westermann ja gemacht. Obwohl er in der Phase eigentlich völlig alleingelassen war. Oder nicht er alleingelassen war, sondern fußballerisch ist er nicht unbedingt der Typ Führungsspieler. Er ist nicht derjenige, der sich da hinstellt und die anderen Leute anfeuert. Sowas. Dafür macht er auch selber noch zu viele Böcke. Aber er hat eine gute Einstellung. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es machen kann. Dadurch hat er sich hier in Hamburg profiliert und hat auch seine Qualität bewiesen. So. Trotzdem hat er sich eine Zeit lang, musste er sich hinstellen und musste immer reden, musste immer vor die Kamera. Du hast vor dem oder vor Schluss schon gesagt, wer steht am Ende vor der Kamera, wollen wir eine Wette abgeben? Ja klar, es war Westermann, weil der Rest natürlich reinläuft. So. Aber genau das ist das, was ich halt meinte, als ich fragte, Adler, Van der Vaart, das sind Leute, die sich hinstellen, mutig sind, sagen, pass mal auf, jetzt, wir sagen es jetzt, was alle hier seit Wochen diskutieren, wir wollen nach Europa. Das sind für mich dann aber auch nur dann echte Führungsspieler, wenn sie jetzt in der Phase den Mund aufmachen. Aber das werden sie auch machen. Das heißt nicht, dass sich einer groß vor die Kamera stellt und jetzt so einen raushaut, dass ganz Deutschland guckt und sagen sie alle, was ist mit dem? Der hat gerade 9 Stück gekriegt. Ja. Der René wird sich jetzt nicht hinstellen und sagen, juhu, ich muss die Nummer 1 sein in ganz Deutschland. Warum soll er es auch tun? Aber das heißt nicht, dass er intern natürlich dem einen oder anderen mal sagen kann, hey, die Absprache war, du bist bei Ecke bei dem. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, warum bist du nicht dabei? So, und das kann man auch auf 2 Arten wieder diskutieren. Da kannst du, weiß Gott, wie groß und das überall breit treten und mit lautem Rumgeschreie machen oder auch machen wie ein René, der auch eher die Einstellung hat, wie 3-4 andere bei uns, sondern das Ganze in Ruhe ansprechen. Und da wird es irgendwann den Zeitpunkt für geben, der ist vielleicht nicht heute Abend unbedingt, vielleicht zu späterer Stunde, aber jetzt im Moment wird er noch nicht sein, sondern werden die Jungs mit Sicherheit drüber reden. Ein Adler geht hier auch, Entschuldigung, Dieter, du wolltest das sagen, aber ganz kurz noch einmal dazu. Ein Adler geht natürlich auf den Platz auf, finde ich, geht das ein Weg, der hält gut, der hält selbst heute gut. Also selbst heute kannst du sagen, er hat ein paar Dinge rausgeholt, die andere nicht halten. So, also insofern war das wieder ganz okay. Aber
Entschuldigung, also einer meiner Lieblingsspieler, trotz allem. Aber an Raphael van der Vaart, tut mir leid. Genau das, was vorhin gesagt wurde, der lässt den Kopf hängen, macht, winkt ab und kriegt das Foul nicht gepfiffen und meckert mit dem Schiedsrichter rum in einer Szene, die eigentlich völlig albern war. Also so ja. Und resigniert halt in einer Phase, wo ich dann sage, das hätte ein Effenberg damals tatsächlich, ohne es zu sagen, mit der halben fußballerischen Qualität eines Raphael van der Vaarts, hätte Stefan Effenberg sowas niemals gemacht. Aber gab es jede Situation, Stefan Effenberg? Nein, aber der hat durchgezogen. So, und selbst wenn es nicht. Wir müssen leider zum Ende kommen. Die Herren Axel Leonard und Volker Sabach, die würgen mich schon. Das ist vielleicht nicht im Bild, aber es ist tatsächlich so. Trotzdem, das riskiere ich meinen Kopf. Sven, du bist doch einer vom alten Schlag, hast du selbst gesagt. Und wer dich trainieren sieht, hier gibt es Leute, die dich trainieren sehen, du hast doch auch den Mund auf. Und das tat mir heute am meisten weh. Die 19. Minute, ihr erinnert euch alle, Diekmeyer rettet in höchster Not vor Robben, fast wäre das 2-0 gefallen. Ich habe im Blog geschrieben, da lagen sie sich wahrscheinlich alle auf dem Elfmeterpunkt in den Armen und haben gesagt, hey, wir haben das 0-2 der Bayern verhindert. Und die konnten in aller Ruhe Robben und Shaqiri den Eckball ausführen und dann stand es doch 2-0. Das hättest du verhindert, sage ich dir, indem du die da aus dem Strafraum rausgebencht hättest und da zum Eckball. Aber das ist so leicht zu sagen. Du machst es im Training, das weiß ich immer und dafür bewundere ich dich auch. Das ist jetzt nicht, dass ich dir der Honig um den Bart schmiere, aber du bist die Nummer 3 des HSV, hast eigentlich keine Chance zu spielen und trainierst trotzdem wie ein Besessener. Also das muss mal anerkannt werden und das lobe ich wirklich. Habe ich auch schon oft genug geschrieben. Das wissen die Mats aber, deswegen brauche ich da gar nicht drum rumreden. Also das ist nicht, dass ich dir jetzt Honig um Bart schmieren will. Das habe ich schon öfter getan. So, wir sind am Ende. Ich wünsche allen ein schönes Osterfest. Lasst euch durch dieses, habe ich schon eingangs gesagt, durch dieses 2-9 das Osterfest nicht versauen. Wir werden jetzt in aller Ruhe ein wunderschönes und unnachahmliches Blockhaussteak essen, um so wieder zu Kräften zu kommen. Und ja, das wünsche ich jedem von euch auch, dass er sich das dann zu Gemüte führt. Einen schönen Abend und ein schönes Osterfest für alle. Das war Mats Ab Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Perfekt. Schmeckt auch gut. Unvergleichlich.